Und dazu begrüße ich in Stuttgart die Analystin Ortanza Becker, die gerade eine aktuelle Studie zur Situation in Euroland veröffentlicht hat. Frau Becker, ist denn Portugal sozusagen noch eigenständig zu retten oder muss man zwangsläufig unter den Rettungsschirm schlüpfen? Guten Tag, Herr Deff. Naja, wie Sie eingangs gerade erwähnt haben, die Lage für Portugal spannt sich zunehmend an. Angefangen mit dem Rücktritt des Regierungschefs im März und den anstehenden Neuwahlen im Juni ist jetzt eigentlich zentrales Thema an den Märkten. Wird Portugal vor oder nach den Neuwahlen im Juni unter den Rettungsschirm schlüpfen? Umhinkommen wird es offensichtlich nicht mehr, wie die Anzeichen noch am Markt zeigen. Die Renditen für portugiesische Staatsanleihen sind deutlich angestiegen. Moody's hat eine Bonitätsherabstufung umgesetzt, auch heute weitere könnten drohen, was das Vertrauen der Investoren in portugiesische Anleihen natürlich auf jeden Fall mehr untergräbt als unterstützt. Das heißt, über kurz oder lang müssen wir sicher mit einer Anfrage Portugals für den Rettungsschirm rechnen. Wie steht es um die anderen Schuldensünder? Ja, das Bild ist auch relativ gemischt. Wir haben gesehen letzte Woche am Beispiel Irlands, dass der Rettungsfonds allein sicher auch kein Allheilmittel ist. Der Bankenstresstest für Irland hat herausgegeben, dass weitere 24 Milliarden Euro für die Stabilisierung des Bankensektors notwendig sein werden. Andere Länder wie Spanien wecken zumindest ein wenig Vertrauen. Die Renditen der Staatsanleihen in Spanien sind sogar leicht zurückgegangen. Vielversprechend scheint das Reformprogramm Richtung Arbeitsmarkt und auch die Sparmaßnahmen zu sein. Zum anderen ist natürlich die Ausgangslage Spaniens in Richtung Staatsverschuldung etwas niedriger als Portugal und Griechenland zum Beispiel. Ende März hat natürlich auch noch der Beschluss, den jetzigen Rettungsfonds aufzustocken, der Regierungschef im EU-Gipfel sowie die Eckpfeiler für den Nachfolgefonds, der ab Juni nächstes Jahr, dann 2013 gelten wird, ein bisschen für Optimismus gesorgt. Aber insgesamt kann man sagen, die Lage in der EU-Verschuldungsthematik bleibt sicher angespannt. Es ist immer mal wieder mit unangenehmen Nachrichten zu rechnen. Die große Frage für dieses Jahr bleibt sicher auch, wer die gesetzten Budgetdefizitziele, sprich die Reduzierung des Budgetdefizits jeweils erreicht. Sind vielleicht Wachstumsannahmen der Regierung oftmals zu optimistisch, sodass die Ziele allein deshalb schon nicht erreicht werden können? Also ich denke, man muss schon immer mal mit eher enttäuschenden Nachrichten aus dem Umfeld rechnen, sodass die Lage schon spannend bleibt und risikobehaftet. Trotzdem will die EZB in dieser Woche die Zinswende einläuten. Ist denn eine Zinserhöhung zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Schritt? Ja, Dreh- und Angelpunkt oder Ausgangslage der EZB, diese Entscheidung am Donnerstag voraussichtlich zu fällen, hat Trichet Anfang März unterstrichen, dass die Inflationsrisiken, die zunehmen. Wir haben jetzt auch im März vorläufigen Daten zufolge einen Inflationsanstieg von 2,6% im Jahresvergleich in der EWU gesehen. 2% ist ja die Zielmarke der EZB, sprich sie ist jetzt eigentlich relativ deutlich überschritten. Das ist eigentlich der Grund dafür, dass Trichet sich wohl voraussichtlich am Donnerstag dann für den ersten Leitzinserhöhungsschritt durchringen wird. Wir gehen davon aus, dass angesichts noch steigenden Inflationsraten und positiver Konjunkturperspektiven sogar noch ein paar Schritte folgen werden im Laufe des Jahres. Insgesamt bleibt das Leitzinsniveau deshalb insgesamt aber doch recht niedrig, sodass die Sorgen eigentlich begrenzt sein müssten wegen Negativeffekten. Und ganz kurz noch, wie sehen Sie die weiteren Aussichten für die europäischen Aktienmärkte? Kurzfristig angesichts guter Konjunkturdaten und der anstehenden Berichtssaison in der nächsten Woche in den USA, die am Montag beginnt, sehen wir durchaus noch Anstiegspotenzial. Auf längere Sicht bleibt sicher die EWO-Verschuldungsthema, der Krieg in Libyen, steigender Ölpreis. Bleiben sicher Aspekte, die dieses Kurspotenzial auf längere Sicht dämpfen würden beziehungsweise auch mit Gegenbewegungen rechnen lassen. Sagt Ortanza Becker von W&W Asset Management. Vielen Dank nach Stuttgart.